Weil ich nur wegen der Optik, ne? Hm, kannst du alles essen? Das ist nur wegen der Optik. Sieht nur scheiße wegen der Optik aus. Was ist das hier? Sind das Minen? Mag das nicht. Mag das nicht rausfinden jetzt. Oh, natürlich. Darf ich hier schießen in dem Gas? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es doch mal. Nicht, dass mich das killt. Ah, da kommt's. Ist das so ein Regeneratoris oder wie? Hier war fantastisch. Aha. Ah. Okay, ich hänge fest. Du Kackbratze. Kann ich das überhaupt zerstören oder was? Ekelhaft, das. Das ist ganz schön schnell, das Vieh auch noch dazu. Shit, ich kenne mich hier nicht aus. It's all molded! Where are my pills? Ah, scheiße. Die Wand an. Was ist das hier für eine Mine? Ich sehe in dein Knerz. Es gibt gute Minen, schlechte Minen. Ah. Das Schicksal verarscht dich nur. Gott, was habe ich gemacht? Scheiß Gas, Mann. Das schon wieder. Das ist schon Brand. Brand. Oh, ich sehe nichts, Mann. Es kommen überall Geräusche. Das ist so widerlich. Ist das eine Leiter? Moin Alpin. Was ist das schon wieder? Anti-Regeneration Munition, Ramrod. Those ramrods should allow you to take down the two white mold variants. Dankeschön. Die liegt natürlich einfach mal so hier rum, als hätte die schon jemand hier vor Ewigkeiten hingelegt. Nachtsichtgerät, Alter, was ist denn? Das ist ja die Mega-Gasmaske hier. Wie kann ich das aktivieren? Automatische Nachtsicht, okay. Was? Eine billige Kopie. Leer. Nachtsichtgerät. Dieses Gerät fügt dem Umbrella HMD-System Nachtsichtfunktionen hinzu. Das Gerät verwendet Bildverstärkung, um dem Nutzer eine bessere Sicht in Umgebungen mit geringem Lichteinfall zu ermöglichen. Es erlaubt dem Nutzer zudem, bestimmte Lichtstrahlen wie etwa Infrarotstrahlen zu sehen, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Ja. Ja, es ist schon krass, Shepard, ne? Ich meine. Was? Krieg. Ich weiß, es ist nicht gemeint, aber es ist wieder so Backseat Gaming Light. Ich lass mich doch spielen, bitte. Ich mach das schon gut, oder? Oder nicht? Anti-Regeneration-Munition, Ramrod. Diese Munition vom Typ Ramrod für Rapid Acting Mycetotoxic Rounds. Beziehungsweise rasch wirkende myzetoxische Kugeln wurden speziell für den Kampf gegen fungusbasierte Biowaffen entwickelt. Aber natürlich wurden die das. Die Kugeln setzen bei Aufprall ein Toxin frei, das nicht nur rasch Zellmembranen von Fungi zerstört, sondern auch die Regeneration von verlorenem Gewebe verhindert. Ein Schuss allein genügt, um das Ziel auch durch herkömmliche Angriffe verwundbar zu machen. Cool.
Haben die halt alles schon vorher gewusst? Ich meine, natürlich, die sind ja auf Zack hier von Umbrella, wie wir wissen. Die sind halt ziemlich geil, die Leute. Und deswegen haben die schon vorher einen Fungi zu setzen und Schnickschnack gebaut. Total cool, ne? Ich meine. Alarm ist immer gut, ne? Und draußen geht die ganze Zeit die Sirene. Und ich bin so froh, wenn wir hier weggezogen sind. So froh. Boah, sag mal, wie oft... Wie lange wollt ihr noch da unten an der Ampel stehen, ihr Pisser? Was bitte, das... Boah, es ist so nervig, Leute. Ihr glaubt es nicht. Oh, oh, das ist ein Geschützturm. Ja, guck mal, ich habe immer noch nicht ein Fitzel Lebensenergie verloren, ne? Ja, und jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich sehe keine Laser. Ach, komm schon. Oh Mann, also angeblich nutzt er die ja automatisch, hieß es, ne? Darf, das ist Nacht, nicht, Nachtsicht. Ach komm. Okay, das macht die kaputt. Ja. Boah, ist das scheiße. Das waren Geschütztürme, keine Minen. Genau, was ist, wenn ich jetzt mal keine Granate zur Hand habe? Ich heb mir die mal lieber auf, ne? Der BS, die Fuba-Version davon. War das nicht auf? Also ich würde mir vielleicht mal hier die Munition klauen oder sowas. Macht er nicht. Lass mich raten, ich hätte da gar nicht hochgemusst. Oh Chris, mach doch mal das Nachtsichtgerät an, bitte. Ich sehe so wenig gerade. Hier brauche ich das. Ah, alles klar. Toll. Aha. Bin erfüllt von nie versiegender Freude. Oh. Nicht, dass da Sprengfallen drin sind. Das macht er ja gerne, wie wir wissen. Da ist gar nichts drin. Lukas, was soll denn das? Ein ziemlich beschissenes Nachtsichtgerät. Das ist die erste Generation, da war die einfach nur grün. Hey. Ich muss schon wieder irgendwo runterhüppen, wo ich nicht weiß, wo es hingeht, ne? Gott. Was für eine gute Idee, Chris? Na klar! Auf die Fresse gleich mal legen. Brass. Wie sie aussieht, mal. Guck mal, ich will hier raus. Wenn ich nicht wegen irgendwohin, wo ich was sehe, bitte. Wie bei Evil Within mit. Oh, mit Kidman. Ich fand es ehrlich gesagt viel angenehmer mit dem Teil auf jetzt, ne? Muss ich sagen. Da sieht man wenigstens in den dunklen Ecken auch mehr. Oben, unten, oben, unten, links, rechts, BA, Start. Kenne ich. Weiß nicht recht, ob es Eier sind oder Figuren, die da drin hängen. So menschlich-förmige. Menschenförmige. Ja, oben, unten, oben. Muss ich das jetzt einhalten? Muss ich erst... Schalter nachdrücken, eventuell. Ja.
das Ding an. Danke. Ist ja widerlich. Ach, guck mal da. Gib dir mal Mühe. Hallo, ich bin Olaf. Übrigens, entschuldige. Grüß dich mal lieber. Ah, ja, hallo. Guten Tag. Ah. Kotzen! Ah! Kotzen und platzen! Tschüss! Mini-Viecher! Dumme, hässliche kleine Mini-Viecher! Oh Gott, 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 oh Gott! Ich höre noch andere Sachen gerade. Widerlich. Kinder, diese Geräusche. Oh. Ich habe was für dich. Wenn du einer von der Fraktion da bist, ne? Von diesen. Aha. Oh, das ist doch wie bei der Albert. Oh, guck mal die Viecher, wie die aussehen. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ein Schuss und die sind halt futsch, das ist super. Vielleicht haben bestimmt irgendwie mischen diese Schüsse, hä? Huh? Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, die schießen halt auf alles, nicht nur auf mich. Oh. Danke für Ihren Besuch. Dieses Schreien die ganze Zeit, hört ihr so? Ich hab nicht, wie froh ich bin, wenn ich hier raus bin, aus der Fungi-Hölle, du. Ist eine ganze Woche keine Pilze, mindestens. Hi. Ich bin das erste Mal runter geflüchtet, ne, von dem Vieh. Hi! Hallöchen, da geht's aber weiter. Ich bin die ganze Zeit gewohnt, dass er die nochmal so durchladen, also neue Patronen in die Kammer laden muss, aber das ist eine automatische Schrotflinte. Scheiße. Ich kann. Komm schon. Mach doch mal die Tür zu jetzt. Wo wird man denn abgeballert hier von den Teilen? Ah! Ach komm, du bist aus dem Nichts rangekrabbelt. Au! Das ist voll praktisch, ich kann die jetzt alle da reinlocken.
Ja. Was? Hallo Kingo. Grüß dich. Hier war ich doch aber überall schon mal. Einer. Hey Peter, grüß dich. Hallöchen. Jetzt kann ich hier durch. Ach, guck mal, ein rotes Fass. Naja, was sagt uns das wohl? Bitte was? 16 Schuss direkt mal? Du meinst ja echt gut mit mir gerade. Fuck hier. Ich hoffe, das bedient das Klischee. Was, Lia? Wir kommen in den Genuss von Kleinanzeigen-Usern. Das ist viel hin. Der ist noch rumbratzen da vorne, die Kacknase. Was? Einfach nur. Bäh. So ein Boomer ohne Kopf. Wie kannst du dann Geräusche machen? Oh, komm schon. Ich hab nur noch einen Schuss vor dieser Supermunition, die will ich mir jetzt eigentlich. Was geblinkt? Nee. Von wegen, ihr könnt nicht getötet werden durch konventionelles. Was wir? Oh nein, stimmt ja, wir müssen ja. Will jemand von euch Sachen geschenkt haben? Hier. Lösen die sich kurz vorher mal auf, oder was? Ja, offensichtlich. Den Tyrant mit dem Messer besiegt, also werde ich dich hier wohl auch schaffen. Arschkäse. Okay, hallo, dich werde ich jetzt nicht mit dem Messer versuchen. Dafür habe ich diese formschöne Schrotflinte. Und diese formschöne Faust. Ah Gott, nein. Hell no! Oh, was war das denn? Oh nein! Oh nein, Hilfe! Zu Hilfe! Ah! Sir! Helfen Sie mir! Ah, verpisst euch, ihr Scheißviecher! Oh, Klappe zu, Affe tot! Meine Fresse! Endlich habe ich es hinter mir! Das war nicht schön, aber irgendwie war es cool. Auf eine kranke Art und Weise. Aber ich habe einen Dietrich! Ja, ich habe einen Dietrich! Hat er gar nicht gesagt, aber ich habe schon gedacht, das war so ein langes, schmales Objekt, ne? Eieieiei. Ja, das ist so die Themengebiete hier im Untergrund-Spaßpark, ne? Das war jetzt so der Fungi-Tunnel. Das hier war das der Sorgesblätter und ich weiß ja auch nicht. Ich will den Knopf nicht drücken, Leute. Nicht bevor ich gespeichert habe.
Also ist immer, es stapelt sich dreifach. Das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir gedacht. Bist du verpasst deinen Einsatz. Warte mal das Nachtsichtgerät bitte an. Bitte. So, jetzt lass mal kurz überlegen. Wenn ich jetzt da... Vielleicht gespeichert. Aber ich finde es gerade so gut, der DLC. Der ist so gut, ne? Sterben? Ne. Hä? Ein Schloss. Das ist eine rote Nase, Mann. Bevor ich jetzt Tor Nummer 3 wähle, ich lasse mal gucken, ob vielleicht der Dietrich da unten in diese Tür. Oh Gott, nein, ich will da nicht rein. Oh, das sieht furchtbar aus. Ja, ob der vielleicht hier passt, der Dietrich. Ach, Safka, entschuldige. Mach's gut. Wenn man die Hintergründe weiß mit Safka und Kino, dann ist es irgendwie lustig. Ach, hallo. Ist auch wieder da, ne? Kannst du auch nicht lassen, oder? Oh Gott, das Vieh rennt aber auch. Also, stramm Stritt, du. Stramm Schnitte. Fette Schnitte bist du. Ich will nur gucken, ob der Schlüssel passt, verdammt. Nein, der passt nicht zu diesem Schloss. Ach ja. Tackle mich mal um, Riesenbaby. Ja, echt das Spiel laden. Das geht, glaube ich, ein bisschen schneller, oder? Ne? Hahaha. Ja, ich bin schlau hier. Guck mal. Zack. Zack, zack. Ne? Der Bruger, der hat's raus hier, der ist... Nein. Hä? Ach, ich habe ein Autosave. Da muss ich denn vorher? Na gut. Dieser Fettsack, ja, ja. Ich mein Spitzname bisher, aber... Der macht ihn mir streitig. So. Ich bin so froh, wenn ich diese Sirenen nicht mehr habe. Wenn ich das Trampeln über mir nicht mehr habe. Da sind diese ganzen Pilztunnel fast schon eine Erholung gegen, muss ich sagen. Stabilisierer. Ah, nachher. Gesundheit. Na, ich glaube, ich spare mir auf den Stabilisierer. Ein Münzchen fehlt ja noch. Ja, Vicky, ihr habt übrigens von mir die Freigabe, wegen Person T gerne zu handeln. Ne? Ich sag nichts dazu. Ich möchte das nicht ermutigen. Oh yeah. Ja, raus aus Köln. In Ästen. Bei dem Ästen ist er. Ah! Ist am besten. Scheiße. Das sind diese Druckplatten. Ja, toll. Muss ich ja eigentlich. Ach so, ich bin fast tot. Na dann. Na dann. Das ist Sache, die machen echt gut Damage. Ja, die gibt's bei Ethan. Nee, wie heißt das? Nicht Ethan Must Die. Wie heißt das denn? Sunny, Hallöchen. Ah. Heißt das denn, wo man im Keller da ist? Ne, ihr wisst schon. Ich hab die ganze Zeit einen Ohrwurm übrigens. Na, was born? In a prison. Dan, dan. Amen. Nothing before. Mach mal, ey. May, du gehst. Du spielst Nio. Na, viel Spaß beim Sterben. So. Eine Sekunde, Schatz. Warte.
Schön, ob man einen schönen Tag hatten, Sunny. Ja, du auch. Dankeschön. Coolex, The Search. Ist auch ein töftes Ding, du. Was mach ich? Ich hab's abgelegt. Hab ich da rausgenommen. Reingelegt, nicht rausgenommen, die Münzen. Oh, lauter, lauter. So. Soß. Ich finde das ziemlich cool mit dem Nachladen. Das ist sogar besser als diese... Ich meine Lebensenergie. Wenn du nicht getroffen wirst, brauchst du keine Lebensenergie, oder? Das ist so meine Devise. Nachladen ist aber cool, weil dann kannst du schneller schießen und... Ja, schneller schießen, immer geil. Chris hat irgendwie auch kein Problem damit. Ich meine, immerhin arbeitet er bei Umbrella. Hier einfach mal irgendeinen Dreck in die Venen zu pressen, ne? Er weiß ja nicht, was drin ist. Kann ja sonst was steht. Hier... Guck mal, das ist Stabilisierer, damit kannst du da besser nachladen. Ja, oder Cyanid. Oder Elchpisse, ist egal, das ist alles eklig. Oder tötet. Ist ihm egal. Wow. Wow, was ist denn mit dem Typ los? Lukas! Wird nicht geschlagen und fallen mag ich auch nicht. Kinder, was ist denn heute los mit den Sirenen? Meine Güte. Hier was entschärfen vielleicht, glaube ich da. Nee. Boah, heute ist echt schlimm, Lia, oder? Ernst, da machen die aber auch keinen Platz, du. Die machen keinen Platz. Alter, es wird immer schlimmer draußen gerade. Heute ist es echt schlimm, ich weiß nicht warum. Vielleicht Schnee, Schneechaos, weißt du? Den Schneegeniesel, die Leute drehen durch. Wintereinbruch, noch nie gesehen. Schnee, Hilfe. Elchpisse ist ätzend, ja. Katzenpisse, glaube ich auch, ne? Warte mal, da muss ich die Tür dann aufstoßen. Ich könnte wetten, das ist die andere Seite. Hier, wo das Dickerchen wartet, oder? Gut, dankeschön für deinen Sub, Mensch. 22 Monate, Alter. Danke dir. Oh, komm schon. Hummelchen. Wie hätte ich das denn... Wie willst du denn sowas antizipieren, hä? Ja, Vicky ist so lieb übrigens. Der filmt das, also... Oh, die sind jetzt neu. Vicky ist so lieb und filmt das, was hier so an Lautstärke produziert wird von den Autos draußen. Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt eigentlich so keine Bartlogs mehr, aber ich will ab und zu vielleicht doch mal ein Vlog oder ein Quatsch, sowas, ne? Einfach ein Video, wenn sich's anbietet. Und das ist zum Beispiel was, was ich... Ja. Ich jetzt Mimimi, ich brauche Bestätigung im Internet von fremden Menschen. Nein. Einfach mal, um euch zu zeigen, wie scheiße das hier ist. Treppen, Hallöchen. Gut. Leer. Brutal. Das. Brutal. Da sind bestimmt noch viel mehr Drähte, ich sehe sie noch gerade nicht.